lassen den Ball laufen, um Chancen zu erarbeiten. Und die müssen wir dann nutzen. Heute geht's um den Abschluss. Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja. Sorry Leute, dass die erste Hälfte ohne Ton von mir ist. Ich habe gerade erst gemerkt, dass das Mikro aus war. Ja, tut mir leid Leute, jetzt bin ich auf jeden Fall da. Ich hoffe, ihr seid ins neue Jahr gut reingekommen. Habt gut geknallt. Und jetzt würde ich, denke ich mal, sagen, geht's jetzt weiter. Tut mir leid, dass die erste Hälfte ohne Ton ist. Ich habe wirklich zu spät gemerkt, dass das Mikro aus ist. Naja. Ich würde sagen, ups. Aber ich kann jetzt auch nicht das Video nochmal neu starten. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Ihr habt ja das erste Spiel gesehen, wir haben 3-0 gewonnen mit der USA. Und wir stehen in der Startformation. Erstes Spiel 3-0 gewonnen. Kurz die Sachen an, dann geht es, denke ich mal, los. Mit dem ersten Spiel in der Startformation. Bei Real Sociedad. Ich bin von Anfang an. Ihr habt ja im vorgestrigen Video habt ihr gesehen. Irgendwie hat sich Alexander jetzt verändert, seitdem er hier in Madrid spielt. Und jetzt kommen wir wieder mit Alexander. Bei diesem Ball.
Quadrat hinten. Sensio, Bayer 1-0. Damit gehen wir in Führung. Gareth Bale mit dem Tor. Also einfacher ging es nicht. Aber ich habe auf Profi gestellt. Das habt ihr im letzten Part gesehen. Und das war Abseits. Das war Abseits. Ja, ganz knapp. Ich achte gar nicht mehr auf die Abseitslinie. Ja. Also ich werde das wahrscheinlich in zwei Videos aufteilen. Jetzt haben wir nochmal eine Chance. Ah. Oh, an den Pfosten, Leute. Dreiz. Ah, yes. Video. Und Bale liegt am Boden. Zwei Minuten und die sind schon abgelaufen. Und das Halbzeit 5, Leute. Wir führen 1 zu 0, Entschuldigung. Durch den Treffer von Gareth Bale. In der 11. Minute. Ja. Zeit als Spieltag in der Liga A. Oh, Varane, aber der war im Abseits. Varane hat den Schuss abgeblockt. Da wäre er eh ins Tor ausgegangen. Als Ecke gegeben, aber. Boah,
schöner Pass. Marco Asensio. Alexander. Ja. Und es go 2-0. Und wir machen die Vorlage für ihn. Jetzt geht Bale. Hier kommt jetzt Lucas Vazquez. Ja, 2-0, Leute. Nachdem wir am ersten Spieltag schon 3-0 gewonnen haben. Jetzt haben wir vielleicht nochmal eine Chance. Lucas Vazquez. Esco. Marco Asensio. Alexander. Ja, ich würde sagen, es läuft sehr gut für uns. Wir hätten sogar beinahe auch getroffen. Damit standen wir leider am Abseits. Und jetzt die Chance. Lucas Vazquez. Groß. Und damit steht es 3-0. Und jetzt geht Daniel Kamera hinkommt. Oh, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Kann es aber auch nicht erkennen. Sehen wir ja gleich nochmal. Alvaro Odizola. Modric. Es geht ihn nicht. Asensio und Alexander wird gewickt, aber es war kein Elfmeter. Ups, muss kein Feuer riskieren. Ja, hier werden wir heute kein Tor ziehen. Ist ja auch nicht so schlimm. Man muss ja auch nicht immer treffen. Ein 3-0 ist ja auch gut. Starten wir jetzt einmal mit 3 Punkten. Oh, Glück gehabt. Ja. Nachspielzeit hat auch schon begonnen, ist auch gleich vorbei. Ja, und das war's heute. Wir werden 3-0.
haben einen sehr guten Saisonstart. Und jetzt. Ja, Toni Kroos macht ein Tor. Zeit des Tor im zweiten Spiel. Wir haben leider nicht getroffen, ist aber nicht so schlimm. Dass wir uns nicht begegnen. Oh ja, wäre peinlich für dich gewesen, gegen deinen Ex-Verein rauszufliegen. Ja, ja. Den Traum von der Champions League zu versauen? Mhm. Das wäre für mich unerträglich gewesen. Mann. Dafür darfst du jetzt gegen Terry ran. Die Medien lieben das, das große Bruder-Duell. Das wird was Besonderes. Das ist sicher Michael. Taylor? Hey, sei mal lieber vorsichtig, Mann. Der hat wirklich schon so einiges verbockt. Okay? Ich persönlich traue dir nicht so richtig. Genau. Okay, wer bist du, meine Mann? Ich melde mich, okay? Alex, in Madrid findet diesen Monat das FIFA Say No to Racism Event statt. Und du bist eingeladen. Die Topstars sind alle da. Neymar, De Bruyne, Ronaldo. Bin dabei. Okay. Und dann überleg dir, an welche Charity du spenden willst. Ich besorge dir ein Interview, wo du alles bekannt geben kannst. Und danach müssen wir uns um deine Marke kümmern. Die Aufnahmen sind schon in ein paar Wochen. Bis dahin muss dein Logo feststehen. Kein Problem. Meine Mom ist eine Designerin bei einer Firma, ja? Was, wenn sie dabei wäre und das Design machen würde? Ha? Interessanter Vorschlag, aber sie ist nicht sie so. Sie kennt sich mit Fußball aus, schon solange sie meinen Dad kennt. Und niemand kennt mich besser. Das wäre perfekt. Ja. Ja. Ich mal sagen. Drücken wir mal weiter. Auch heute wieder Training. Wenn sich eine Chance ergibt, muss sie jeder im Team nutzen können. Zeigt mir, was ihr könnt. Schaffen wir noch das exzellent. Ah. Jawohl, da ist es. Gut, nächste Trainingseinheit. Weitschussübung. Oh. Jawohl. Zu hoch. Die ging ja noch höher.
Ja, B. Ich würde sagen, heute gibt es zwei Teile, der nächste Teil wird dann danach kommen. Ja. Gucken wir noch, was wir neu haben. Eine Felsjacke. Nee, ein Tattoo. Meerjungfrau, okay. Ja. Das wird es wohl erstmal gewesen sein mit dem ersten Teil, den zweiten Teil. Gibt's dann gleich. Sorry nochmal, dass ihr die ersten paar Minuten nichts gehört habt. Und ich würde sagen, bis zum zweiten Teil.